Also dass Produkte emotionale Potenziale entfalten können in der Interaktion, ist ja ein Phänomen, was es eigentlich schon immer gab. Das ist den meisten nur nicht unbedingt bewusst, dass sie eine emotionale Reaktion auf ein Objekt erleben, wenn sie vielleicht überrascht sind oder wenn ein Objekt sie neugierig macht. Und mir ging es einfach auch darum, ein bisschen klarzustellen, dass es eben kein Stil ist. Emotional Design ist in dem Sinne kein Stil. Man kann es nicht an bestimmten formalen Kriterien festmachen. Man kann auch nicht sagen, es ist jetzt nur in den letzten 5 Jahren diese Tendenz zu sehen. Vergangene Generationen haben auch ihre emotionalen Beziehungen zu Objekten empfunden. Und das war mein Anliegen. Ich habe bei der Auswahl der Objekte mich schon auf zeitgenössische Produkte konzentriert. Einfach auch, um mal einen Querschnitt zu zeigen, was die Designer heute alles entwickeln. Was gibt es für neue Materialien. Aber wir haben an einzelnen Punkten in die Ausstellung doch auch historisch museale Objekte verteilt, die eigentlich eine genau ähnliche emotionale Reaktion provozieren, selbst heute noch, wie ein Objekt, was erst vor 3 Jahren entworfen worden ist. Ja, also die Objektvielfalt schlägt sich auch in den Lieferantenländern nieder. Also wir haben wirklich weltweit aus Japan, aus Kanada, aus USA, ganz Europa haben sich hier mit Leihgaben an dieser Ausstellung beteiligt. Die Einarbeitung lief gewissermaßen parallel. Ich musste mich zum einen als klassische Kunsthistorikerin erstmal in den Bereich der Emotionspsychologie einarbeiten, weil für mich war am Anfang der Begriff auch eher ein großes Fragezeichen. Auf der anderen Seite lief dann die Recherche ab und da sind heute die Designblogs im Internet das einzig Wahre und Richtige, was man machen kann, dass man jeden Tag nachsieht, was sind für neue Objekte eingestellt worden, weil die Designblogs bieten eben auch kleinen Designern, kleinen Designbüros eine Plattform, um ihr Produkt öffentlich zu machen. Und dann habe ich ungefähr 400 Objekte, 400 bis 500 Objekte zusammengetragen und dann letztendlich auch eine Auswahl getroffen. Wir haben 8 Gefühlsinseln ausgewählt. Wir fangen an mit Überraschung. Dann werden wir Neugier präsentieren, Wohlbehagen, Unbehagen, Freude und Enttäuschung, Heiterkeit, Vertrauen und Individualität, was streng genommen keine Emotion ist, aber wenn man es etwas landläufig als Ich-Gefühl bezeichnet, eben eine ganz wichtige Rolle heutzutage spielt. Der Wunsch unseres Direktors war, für dieses Haus mal eine neue Zielgruppe zu erschließen und vor allem junge Leute mal ins Museum zu holen. Und für die jungen Leute spielt eben das Shoppen, das Konsumieren eine sehr große Rolle. Und da ist dann auch der Wunsch bei mir gereift, dass man tatsächlich hier mal viele, viele unbekannte Produkte präsentiert, die in einem Zusammenhang stellt, der auch eine Präsentation in einem Museum rechtfertigt. Es ist das Schöne an dieser Ausstellung, dass sie auf 2 Ebenen eigentlich funktioniert. Selbst Besucher, die überhaupt keine Texte lesen würden, würden mit unbekannten Objekten konfrontiert, hätten ihren Spaß daran und erleben dann eigentlich intuitiv auch dieses Thema der Ausstellung. Derjenige Besucher, der tatsächlich mit einem hohen Anspruch herangeht, wird sich vielleicht wundern, ja, was sollen diese ganzen vielfältigen Objekte hier, wird sich den Texten zuwenden und dann eben doch auch Dinge erfahren, mit denen er eigentlich vielleicht gar nicht gerechnet hat, dass die beim Konsumieren oder bei einer Interaktion mit einem Produkt überhaupt eine Rolle spielen und auf ihn einwirken.